Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen kurz angespielt von holase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Pekka Kana 2, schön deutsch ausgesprochen, Pekka the Rooster 2. Ein Spielchen von, ach, was weiß ich, damals, ich glaube seit 2010, das hätte ich mir alles durchlesen können, hatte ich aber keine Lust drauf, als Open Source, und jetzt zeige ich euch das mal. Damit das Ganze nicht allzu unverständlich wird und auch jedem verständlich ist, laden wir eine andere Sprache, und das wird nicht bulgarisch sein, sondern eine der, okay, 1, 2, 3, 5, wow, okay, zurück zum Hauptmenü, 5, 3, 1, ah, okay, 1 ist definitiv das Beste, zurück zum Menü, also da fehlen die Umlaute, wir nehmen mal Deutsch 5, weil 5 eine schöne Zahl ist, und damit hat sich das. Okay, was ist also Pekka Kana 2, Pekka Kana 2, Pekka the Rooster 2? Ein Super Mario, Sonic etc. pp. Ähnliches Jump and Run, was sich auch dank SDL-Portierung wunderbar mit einem Gamepad spielen lässt. Ich spiele das Ganze hier gerade meinem Xbox 360 Controller, den ich irgendwo mal günstiger standen habe. Und um was es eigentlich geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Witzig und wichtig ist eigentlich nur, man spielt einen Hahn. Igel waren gestern, wir sind jetzt bei Hähnen. Nicht lang fackeln, würde ich sagen. Neues Spiel, bisschen Gameplay zeigen, Spaß haben und los geht's. Ich soll meinen Namen schreiben. My name is Chicky. Weiter geht's. Rooster Island 2 und Rooster Island 1. Schauen wir mal. Nehmen wir ganz einfach Rooster Island 1. Auf der Übersichtskarte angekommen sehen wir, ich bin schlecht in Mathe, 1, 2, 3, 11 Level, wobei der letzte mit einem toten Kopf versehen ist. Lässt eine gewisse Schwierigkeit vermuten, aber wir nehmen Level 1. Alles weitere ist uns auch im Moment noch nicht möglich. Das bin also ich, ein etwas dümmlich dreinblickendes Chicky oder Hühnchen oder was auch immer. Ich merke gerade, dass auf dem Xbox-Controller gesprungen wird mit Maus, mit Steuerkreuz nach oben. Das ist natürlich die Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Okay, Äpfel bringen Punkte. Davon habe ich mittlerweile 30 Stück. Ich soll mich vor zornigen Tieren hüten. Das klingt erstmal machbar. Wobei ich nicht ganz erkenne, was jetzt zornig ist. Bist du zornig oder zur Kopulation bereit? Ich weiß ja nicht genau, was... Ich meine, ich bin ein Huhn, es ist ein Huhn. L'amour. Okay, dieser Igel sieht definitiv zornig aus. Naturgemäß werde ich nicht versuchen, ihm... Doch, ich probiere es mal. Okay, ich kann zwar auf den Igel draufspringen und er nimmt dadurch auch Schaden, aber ich auch. Oben links in der Ecke Energie, jetzt noch 2. Ich habe eine Feder aufgesammelt und die gibt mir scheinbar Energie zurück. Federn bringen Energie zurück, danke Schild. Obvious Hinweis ist obvious. Benutze das Megafon gegen Feinde, also wie im realen Leben. Neuer Hahn. Okay. Ich sag jetzt mal nicht, was das im Englischen heißen würde. Okay. Dieser Igel ist definitiv außer Gefecht gesetzt, dank der Macht des Megafons. So gefällt mir das. Ich sag ja, wie im realen Leben. Gibt's. Ach du lieber Gott. Ich habe gerade diesen Knopf ausgelöst und mein Gamepad-Controller ist der festen Überzeugung, er müsste in dem Moment vibrieren. Ganz funky, habe ich aber nicht mit gerechnet. Du kannst Giftgegenstände benutzen, wenn du willst. Ich kann Giftgegenstände benutzen, wenn ich will. Schalter bewegt sich, wenn du draufspringst. Gut, das hätten wir bereits geklärt. Knockouts and Bonuses increase your score, was furchtbar deutsch ist. Und Ebene löschen sollte wohl sowas heißen wie Level geschafft. Also ihr seht, Deutsch Übersetzung 5 vielleicht nicht eure erste Wahl. Dafür könnte auch die 5 ein guter Hinweis gewesen sein. 1680 Ebenenpunkte, Bonuspunkte, Zeitprämie 0, so wie sich das gehört. Und ich habe einen Highscore gebrochen und ich bin ein Abschnittssieger. Also wer aus dem Tag herauspurzeln will als Gewinnertyp, braucht sich eigentlich nur den ersten Level hier genauer anzugucken. Gucken wir nochmal kurz rein in Level 2, Apple Hills. Also wir haben mittlerweile gelernt, man kann dieses Hähnchen steuern, man kann über ein Megafon, das mir im zweiten Level nicht mehr zur Verfügung steht, Gegner ja, außer Gefecht setzen, auf Gegner draufspringen, je nach Gegnertyp oder zumindest bei Igeln nicht so intelligent, auch wenn der Gegner trotzdem Schaden nimmt, man selbst tut es auch. Langsamster Kriechvorgang aller Zeiten. Okay, ein neuer Hahn, eventuell wieder das Krähen erlernt. Einmal pro Level wird das Krähen erlernt. Und hier ist ein Frosch, auch da werde ich nochmal gucken, ob ich dem guten Kollegen auf dem Kopf springen kann. Das könnte ich, verliere aber Energie. Effektiver ist es da, ihn zielgerichtet anzuschreien. Wunderbar. Ein weiterer, das Gamepad erschütternder Versuch, einen Knopf zu drücken. Und meine Neugier ist nicht gerade unerheblich. Hühner können per Natura, hab da schon lustige Videos zu gesehen, schwimmen kann dieses Huhn es auch. Die Antwort ist nein.
also auf ein neues. Ich liebe es, wie mein schlecht kalibrierter Xbox-Controller der festen Überzeugung ist, dass ich doch gerne den Weg springend zurücklegen möchte, was ich ehrlich gesagt nicht möchte. Aber wer bin ich ihm... genau, hüpf. Wer bin ich ihm zu widersprechen? Der Kollege unten sieht eigentlich auch nach einem ganz entspannten Kerl aus, der mich nicht eines Blickes würdigt, wollte ich gerade sagen. Aber auch hier schreitet das allumfassende und omnipräsente Krähen zur Tat. Drücken wir hier direkt mal den nächsten Knopf, alles klar, hier hochspringen. Also Knöpfe verschieben Blöcke, man selbst kommt dann einen Schritt weiter. Frösche mögen es nicht, wenn man kräht. Und auch sonst ist die Spielmechanik eigentlich relativ simpel gehalten. Das Ganze hier übrigens in 1080p. Specials verstecken sich hinter Bäumen. Lecker. Okay, alles klar. Die Apfelernte ist dieses Jahr, glaube ich, recht gut ausgefallen. Dicke Äpfel geben dicke Punkte. Auch das hinterlegen wir in unserem Informationssystem. Und aus irgendwelchen Gründen kann ich diese grünen Äpfel nicht mehr aufsammeln. Bisher fernab meiner Wahrnehmung geblieben ist der Timer an dem unteren Bildschirmrand, der jetzt noch ganze 10 Minuten anzeigt, um diesen Level abzuschließen. Und ich habe die Hoffnung, dass es so lange nicht dauern wird. Okay, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass diese Äpfel mir irgendwas mitteilen wollen, aber ich weiß beim besten Willen nicht was. Stattdessen schauen wir doch mal, was hier unten Mr. Hase uns mitzuteilen hat, nachdem wir ihm zweimal ins Gedächtnis gekräht haben. Mr. Hase offeriert uns eine seiner leckeren Karotten, wo wir natürlich nicht Nein sagen können. Als Hähnchen. Push the button. Kiste Nummer 1, Kiste Nummer 2. Und 100 Punkte. Wir erinnern uns oder halten uns im Gedächtnis, es gibt Ebenen, auf die kommt man nur, nachdem man einen Knopf gedrückt hat. Und es gibt Ebenen, auf die kommt man nur, wenn die Funktion eines Knopfes nach einer gewissen Zeit wieder rückgängig gemacht wird vom Spiel selbst. Zum Beispiel jetzt. Irrsinnigerweise ist alles hier mehr oder minder tödlich für mich, außer natürlich diese Rotoren, die eindeutig meinen Kopf abschlitzen müssten, aber wer bin ich, das zu kritisieren? Auto-Jump ist weiterhin beim Auto-Jumpen. Macht das Spiel nicht unbedingt leichter. Ich habe einen neuen Gegenstand erhalten. Artikel. Ja. Okay, ich habe gerade einen Schmetterling mit L2 habe ich gerade einen Schmetterling freigelassen und ich weiß nicht, was er tut. Mach's gut, Schmetterling. Schönen Tag. Okay, ich habe gerade festgestellt, dass es scheinbar Früchte gibt, die ursprünglich orange sind und dann irgendwann ins Grüne wechseln und in dem Moment nicht mehr genießbar zu sein scheinen. Und in dem Moment auch von mir keine Punkte mehr durch Aufnahme generieren. Aber das zum Thema Level 2. Diese Ebene kann sich als gelöscht betrachten. Und dieses Mal gab es sogar eine Zeitprämie. Ich bin begeistert und die ist nicht mal klein. Und ich habe einen Highscore gebrochen, ich bin der schnellste Spieler und ich bin Abschnittssieger. Wie gesagt, die tägliche Portion Erfolgserlebnis. Bitte, einmal dieses Spiel spielen. Level Nummer 3 gucken wir uns noch kurz an. Einfach um uns nicht vorwerfen lassen zu müssen, wir hätten das Spiel nur vordergründig beleuchtet, was wir definitiv haben, aber darum soll es gerade nicht gehen. Ich habe ein neues Ei erhalten und ein kleines Küken folgt mir. Ich kann noch nicht ganz ausmachen, was es damit auf sich hat. Anstatt des Megafons habe ich jetzt auf jeden Fall... Ich habe ein Ei. Ich habe noch nicht ganz raus, was es damit auf sich hat. Bei genauerer Betrachtung wird mir langsam aber sicher bewusst... Bombardiere Feinde mit Eiern. Alles klar. Langsam aber sicher bewusst, dass dieser Level scheinbar bei Nacht stattfinden soll. Und das Küken ist tot. Wir haben das Küken verloren. Über den A-Knopf, welcher auch immer das auf der Tastatur sein sollte, kann ich Eier legen, die nur nach unten fallen, was total praktisch ist. Aber ich glaube, ich habe den Hasen getötet. Friss Ei, stacheliger Gesell. Wow, mein Aiming ist echt grandios. Alles klar. Und gute Nacht. Energie haben wir 3, da oben wäre Energie Nummer 4. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Da war eine Lücke im Zaun, die ich fast nicht gesehen hätte. Also was mir so unheimlich gut gefällt, ist die Tatsache, dass selbst wenn man selbst Schaden erleidet, wenn man auf einen Gegner springt, der Gegner auch Schaden nimmt. Also nicht so wie bei anderen Spielen, wo man quasi einer auf den Sack bekommt, aber der Gegner weiter vor sich hin floskelt, sondern hier ist es so ein 50-50-Ding. Der Gegner kassiert, man selbst kassiert und irgendwann ist halt Schicht im Schacht für einen von beiden. Finde ich persönlich sehr fair. Oh mein Gott, und die Springautomatik macht mich wahnsinnig. Okay, jawohl, da ist nur noch ein Energiepunkt übrig, weil ich gerade zweimal auf einen Frosch gehüpft bin.
diese echt aggressiven Frösche, die einem durch pure Berührung quasi die Lebenssaft aussaugen oder was auch immer hier gerade passiert ist. Tatsache ist, dass unser Hahn jetzt eine kleine, aber feine, rote, ungesunde Färbung angenommen hat. Und back to the basics. Ich habe wieder ein Megafon. Auszulösen mit Taste B auf besagtem Gamepad. Ah! Du bist erledigt, bitte versuche es nochmal. Nein, meine Motivation ist an der Stelle erschöpft. Das soll es auch gewesen sein von Pekka Kana 2 oder Pekka the Rooster 2 oder wie auch immer man dieses wunderschöne Spiel mit dem Hähnchen als Maskottchen nennen möchte. Worum es geht, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was das eigentliche Ziel ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Tatsache ist, relativ solider 2D-Plattformer, der auch einigermaßen Spaß macht, diverse Möglichkeiten der Selbstverteidigung bietet, wie zum Beispiel Eier legen oder durch die Gegend krähen und fernab davon völlig kostenlos zu haben ist. Das heißt, runterladen, die Geschichte kompilieren unter Linux. Wie das geht, lest ihr auf ohalase.de, ist einfach versprochen. Innerhalb von 2 Minuten seid ihr fertig. Und dann könnt ihr euch ja hier auf der Insel Pekka Island 1 oder Rooster Island 1 oder wie auch immer das Ding hieß, mal durch die 11 Level kloppen und einfach ein bisschen Spaß damit haben. Ne? Also, das soll es gewesen sein. Wie damals als auch heute gilt weiterhin. Macht das gut, haut da rein, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich und tschüss.